Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt. Ja, der Vlog zum Blog sozusagen. Ja, und es ist jetzt auch schon wieder ja, fast zwei Monate, über zwei Monate, eineinhalb Monate her, seit meinem letzten Vlog. Und habe gedacht, jetzt habe ich gerade mal Zeit, ich habe auch Lust dazu. Und ich nehme einfach jetzt mal einen Vlog auf. Nicht wundern, wenn meine Stimme vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ich habe nämlich gerade aktuell eine Erkältung, bin arbeitsunfähig geschrieben. Und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Zeit, heute am Dienstag Nachmittag mal hier ein Video aufzunehmen. Ja, mir geht es inzwischen natürlich auch schon wieder besser, merkt ihr ja, sonst könnte ich das gar nicht hier jetzt machen und morgen geht es auch wieder zur Arbeit. Aber ich merke halt schon noch, ich habe noch ein bisschen mit Husten zu tun, nicht wild, also es ist halt ab und zu mal habe ich halt einen Hustenanfall sozusagen, aber ansonsten ist okay. Es ist wie gesagt alles fast weg. Und ich war jetzt auch nicht lange krank, also ich gerade, ja gut, letzte Woche war ich ganz fast die ganze Woche wie malat. Ich war zwar beim Arbeiten und irgendwann mal habe ich dann halt doch gemerkt, da stimmt irgendwas nicht und bin dann halt am Freitag erst zum Arzt gegangen und der hat mich dann halt jetzt für 3 Arbeitstage krank geschrieben, sodass ich halt heute noch zu Hause bin und mich erholen konnte und ja, euch ein Video aufnehmen. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch ein paar Themen für euch. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einerseits was, beantworte euch ein paar Fragen, die letztens reingekommen sind. Leider ist es nur eine gewesen. Und eine Frage ist nämlich, ich erzähle euch was über die Republika, wo ich nämlich demnächst sein werde. Genau. Eine Frage war, ob ich mein Chromebook noch habe und ob ich es noch benutze. Dann kann ich eindeutig sagen, ja, ich habe mein Chromebook noch und zwar hier, seht ihr, Chromebook, ja, Samsung. Das ist also das allererste Chromebook, was Samsung auf den Markt gebracht hat, beziehungsweise mit Google zusammen natürlich. Und ich nutze es natürlich auch noch regelmäßig. Allerdings nicht so häufig wie jetzt mein MacBook Pro, weil mein MacBook Pro ist halt doch, sagen wir so, von der Rechengeschwindigkeit ein bisschen schneller. Auch von der Bedienung her, vom Bildschirm her ist es größer, hat natürlich auch mehr, sagen wir so, ja, es ist einfach ein bisschen geschickter. Aber ansonsten mache ich das sehr, sehr gerne, weil eigentlich für die meisten Sachen, die ich jetzt einfach tagtäglich irgendwo mache, ist einfach, ja, habe ich eh bloß einen Browser auf und ja, da reicht mir eigentlich tatsächlich das Chromebook. Also ich, klar, zum Videoschnitt geht es nicht oder nur sehr, sehr schwer. Oder Video oder Podcast aufnehmen, da habe ich noch nichts gefunden, dass das irgendwie gehen könnte. Aber irgendwo, ja, vielleicht geht es das auch. Aber jedenfalls für die meisten Sachen ein bisschen im Internet surfen, E-Mails beantworten und so weiter und so fort, tut es das eigentlich völlig. Und ja, hat aber ein paar Kleinigkeiten, also ein paar Nachteile. Er hat gegenüber meinem MacBook, ist ganz einfach, es ist von der Rechengeschwindigkeit ein bisschen langsam, was für die meisten Sachen eigentlich auch kein Problem wäre. Es ist halt schon tatsächlich so schmalbrüstig ausgelegt, der Prozessor, dass also selbst wenn ich irgendwo was schreiben will, dass manchmal die Buchstaben hängen bleiben und dann erstmal gar nichts kommt und dann plötzlich kommen dann die ganzen Buchstaben oder ich möchte irgendwas scrollen irgendwo auf einer Webseite und passiert erstmal gar nichts und dann irgendwann scrollt es dann. Also das sind so Sachen, die schon ein bisschen nervig sind. Wenn man es weiß, okay, dann ja, kann man sich damit arrangieren. Aber es ist halt etwas, was einfach nicht sein sollte. Und von daher wäre natürlich jetzt ein neueres Chromebook nicht schlecht, vor allem auch bei den Preisen, die es da gibt, also weiß nicht, das neuere, also kriegt man so um die 300 €, wobei für 300 Euro kriege ich, oder für 100 Euro mehr, kriege ich natürlich auch schon einen richtigen Laptop mit Windows 8 drauf. Ja, also das sind so Überlegungen, gell? Also Windows würde ich mir jetzt natürlich nie anschaffen, weil ich, ja, weiß nicht, Microsoft mag ich nicht und von daher kommt mir das eigentlich nicht ins Haus, also vorher steige ich irgendwo auf Ubuntu um oder sonst irgendwie oder auf Linux, aber Microsoft geht gar nicht, Apple ist noch okay und Google Chrome mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Reicht, wie gesagt, für das Ganze. Und ich habe damit auch kein Problem, dass Google sich meine Daten eventuell abgreift oder meine E-Mails scannt. Habe ich gerade vorhin irgendwo gelesen, dass das ja jetzt in den AGBs ganz offen offiziell drinsteht. Das ist klar, dass das Google macht. Der Dienst ist umsonst und wenn man es nicht mag, dann soll man sich halt kein Google-Konto anlegen und auch nicht irgendwie Google Mail benutzen, sondern einen eigenen Mail-Server aufsetzen und das Ganze selber administrieren, ja.
Aber das werde ich garantiert nicht machen, weil das ist mir zu viel Arbeit. Ganz einfach, ich mag einfach diese Einfachkeit, diese, ja, sehr, 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 ist einfach diesen Komfort, den Google mir bietet. Und es ist kostenlos, wie gesagt, und ich zahle natürlich mit meinen Daten, ganz klar. Ich bin damit einverstanden und damit habe ich auch kein Problem. Ja. Dann anderes Thema. Entschuldigung, es ist relativ warm hier drin. Die Sonne scheint jetzt gerade hier rein. Vorhin schien die Sonne nicht, also es ist schon der zweite Versuch. Ich wollte nämlich vorhin schon mal aufnehmen, habe dann aber gesehen, oh, da sind ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Und habe mir einfach die Kamera nochmal schnell aufgebaut und nehme einfach jetzt nochmal das zum zweiten Mal auf. Genau. Das mit den Fragen, ihr könnt mir natürlich immer Fragen stellen, wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt, die ich dann entweder im Blog oder als Podcast oder hier im Video euch beantworten kann. Also ich bin immer sehr, sehr froh, wenn mir jemand Fragen stellt, die ich beantworten kann oder darf, weil das macht mir das Leben irgendwie einfach. Ja, bin ich ganz egoistisch. Und ja, ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie an fragen@michaela-bodensee.de, steht unten in der Videobeschreibung und auch im Video. Einfach an diese Adresse schreiben, da kommt die Fragen gut an und ich werde sie bei Gelegenheit dann beantworten. Ja, wie gesagt, die Republika steht an. Es sind jetzt noch, ja gut, was haben wir heute, den 15. Ja, noch gut ein halber Monat. Aber ja, der Monat ist ja nicht mehr ganz so lang, also arbeitstechnisch gesehen, also für mich jedenfalls jetzt morgen übermorgen noch zur Arbeit und dann ist Ostern, dann kommt ein langes Osterwochenende. Die Woche drauf ist dann natürlich auch hier kürzer, weil da Montag ja frei ist. Die Woche drauf ist dann auch kurz, also da ist dann der 1. Mai, der Donnerstag ist ja Feiertag, Freitag ist bei uns Brückentag, da haben wir sowieso frei und dann danach habe ich Urlaub und danach kommt ja auch die Republika. Also ich freue mich da also schon sehr, sehr drauf auf diese Webkonferenz und alle, die jetzt nicht wissen, was die Republika ist, guckt mal auf den Kanal von der Republika. Da stehen also ganz viele Videos, und zwar Videos von Konferenzen oder nicht Konferenzen, Vorträgen, die auf der Republika in den letzten Jahren gehalten wurden. Und eigentlich wegen den Vorträgen braucht man eigentlich nicht zur Republika gehen, weil die meisten Vorträge, also wenn sie, zumindest wenn sie in größeren Sälen stattfinden, werden auch aufgezeichnet und können auch dann auf YouTube angeschaut werden. Weshalb ich das auch wahrscheinlich auch dieses Jahr so machen werde, dass ich also wirklich nur die ganz, ganz tollen Vorträge mir anschaue und nicht unbedingt mir einen Plan mache, wo ich praktisch keinen Freiraum mehr habe, sondern wo ich einfach versuche, ganz viele Leute zu treffen, die ich einfach jetzt irgendwo über Twitter kenne, vom Bloggen her, dort über andere wieder kennenlerne, einfach Leute kennenzulernen, ein bisschen, ja, Networking sozusagen zu betreiben. Und ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich da hingehe. Weil es hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen, da bin ich hauptsächlich wegen den Vorträgen hingegangen. Habe aber gemerkt, dass es einfach ganz toll ist, sozusagen mit den ganzen Leuten, die dort anwesend sind, zusammen zu sein. Und ich habe da irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, man ist einfach wie in einer großen Familie. Man versteht sich einfach, man hat einfach so, man schwebt auf der gleichen Wellenlänge. Ja, man hat irgendwie, es gibt einfach irgendwas, was einen verbindet. Und wenn es bloß der Besuch der Republika ist, natürlich. Aber ja, man macht irgendwas mit dem Web. Jeder macht da was anderes. Und es sind ganz spannende Sachen, was die anderen machen. Man erfährt wieder Neuigkeiten. Also ich finde es einfach sehr, sehr spannend, sehr aufregend. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, alte Bekannte wieder zu treffen. Ich hoffe, ich treffe ganz viele, die ich letztes Jahr schon getroffen habe. Oder neue, die ich jetzt noch neu kennenlernen werde. Mal sehen. Also jedenfalls. Wie gesagt, ich bin dazu in Berlin. Ich weiß noch nicht, wann ich genau hochfahren werde. Also spätestens fahre ich am 3. hoch, also am 3. Mai. Da habe ich ab dem Zeitpunkt habe ich ein Hotelzimmer in Berlin, also in Berlin Mitte. Und von daher wäre natürlich auch, wer jetzt also hier dieses Video anschaut und meinen Kanal folgt und ja, vielleicht Interesse hat auf einen ja, Fan-Treffen, nee, Fan-Treffen ist es nicht, gell? Nee, einfach mal treffen mit mir, könnten wir uns da irgendwie was vereinbaren, entweder über Twitter oder, ja, also natürlich auf der Republika selber, ist ganz klar, da bin ich natürlich da, da kann man mich auf Twitter anschreiben, kann man sich immer irgendwo treffen oder in der Nähe von Gleisdreieck, da findet ja diese Republika statt.
Da kann man sich natürlich dann auch irgendwie davor treffen. Oder beziehungsweise, also Gleisdreieck, wisst ihr ja, das ist also hier da die U-Bahn-Haltestelle. Oder natürlich auch irgendwo bei Potsdam, also auf dem Potsdamer Platz. Also ich wohne ganz in der Nähe vom Potsdamer Platz, von daher ginge da auch irgendwas, sicherlich. Also wobei natürlich mein Plan schon noch relativ knapp bemessen ist, weil ja, ich reise vielleicht am Samstag erst an. Da weiß ich noch nicht, ob da irgendwas geht. Sonntag wäre für mich ideal, weil Sonntag natürlich, die Geschäfte sind nicht auf. Ich kann manche Sachen ja eben nicht, dadurch nicht machen, weil ich wollte noch ein paar Sachen mir anschauen in Geschäften. Also einerseits wollte ich in den lomografischen Laden, den es ja irgendwo in Berlin gibt, und in den Sofortbild-Shop. Da gibt es auch noch einen Shop, der wohl alles hat, was irgendwie mit Sofortbild zu tun hat. Den möchte ich noch mal besuchen und vielleicht auch ein bisschen Geld ausgeben. Hoffentlich nicht zu viel. Jedenfalls, das sind so zwei Sachen. Und natürlich möchte ich nur noch eine Ausstellung anschauen, und zwar die IWW-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Zum Glück wohne ich ganz in der Nähe vom Martin-Gropius-Bau, das sind also nur 5 Minuten zu Fuß. Das kriege ich irgendwie unter, auf alle Fälle. Und wer weiß, wer sich in Berlin auskennt, Martin-Gropius-Bau, es ist nicht weit bis zum Potsdamer Platz. Also da kann man sich irgendwo treffen, auf alle Fälle. Und ja, ansonsten kenne ich Berlin natürlich nicht so gut. Ich möchte auch ganz gerne mal irgendwie auf die Museumsinsel. Da war ich also zwar letztes Jahr auch, da haben sie ganz groß umgebaut. Ich habe also den Pergamonaltar gesehen und noch ein paar Sachen. Ich glaube, die Nationalgalerie habe ich noch gesehen, aber das war es dann auch. Ich würde ganz gerne mal die Nofretete anschauen. Da bin ich letztes Jahr nicht dazu gekommen. Vielleicht klappt es dieses Jahr. Ich hoffe, das geht. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen früher aufstehen und früher dort sein. Dann kriege ich da vielleicht auch mal eine Platzkarte, dass ich da reinkomme. Zumindest war das letztes Jahr so. Im Mai, dass da, ja, man konnte nicht einfach so reingehen, sondern da gab es irgendwie Kontingente. Man musste da irgendwie so Platzkarten haben. So, ja. Und ich war einfach zu spät dran, und dann hätte ich ja irgendwie bis nachmittags um 5 Uhr warten müssen. Und dann habe ich gedacht, nee, so lange warte ich jetzt nicht. So schön kann die Nofretete gar nicht sein, also dann muss ich das auch nicht in echt gesehen haben. Ja, also wie gesagt, ich bin da in Berlin, und man kann sich da eventuell mit mir treffen, wer möchte. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich jemanden treffen würde. Ganz unabhängig von dem Video versuche ich jetzt auch noch mal im Vorfeld noch ein paar Leute anzuschreiben, die ich natürlich in Berlin kenne, ein Treffen zu vereinbaren. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es da auch ein paar Begegnungen geben würde. Bei der Republika oder außerhalb. Mal sehen. Irgendwie wird es da was geben. Und wie gesagt, das Ganze ist halt wichtig, denke ich, einfach und einfach schön, dass man einfach Leute kennenlernen kann und treffen kann, die man sonst so nicht trifft. Weil das ist halt doch, ja, jeder wohnt ganz Deutschland verstreut, also ganz viele wohnen in ganz Deutschland verstreut. Das ist so die einzige Möglichkeit mal. Ja. Ansonsten, was gibt's noch Neues bei mir hier? Eigentlich nicht so viel, außer dass meine Erkältung jetzt doch. Merke ich, darf nicht so viel reden. Ich mache zwar eine logopädische Ausbildung, nicht Ausbildung, also ich bin meiner Logopädin zurzeit und versuche da auch ein bisschen mehr meine Stimme zu schulen. Und zwar zu schulen im Sinne, ja, geht eher um, dass ich nicht so angestrengt rede, dass ich eher locker rede, dass meine Aussprache, nicht Aussprache, wie soll ich sagen, dass ich mich nicht so anstrenge beim Reden. Weil ich merke, wenn ich viel rede, dann ist das sehr anstrengend für mich. Es tut meinen Stimmbändern nicht gut, und ich hatte ja auch schon mal einen Stimmlippenpolypen vor vielen, vielen Jahren, und der ist auch operativ entfernt worden, und der ist wahrscheinlich auch entstanden, weil ich einfach wahrscheinlich falsch rede. Und ja, da geht es eigentlich eher darum, dass wir Entspannungsübungen machen, dass wir schauen, dass ich einfach einen Stand habe, sozusagen, dass ich atmen kann. Also solche Sachen. Also jetzt weniger direkte Stimmübungen, und da haben wir auch welche gemacht, aber eher ganz andere Sachen. Ja. Wo man nicht dran denkt, dass es irgendwas mit Logopädie haben könnte. Finde ich aber sehr, sehr gut. Tut mir es auch sehr gut. Aber leider musste ich den Termin gestern zum Beispiel absagen. Ja, aber das wird ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, das war jetzt mal so ein kurzer Vlog von mir. Und ich hoffe, ich kann dann euch, wenn ich auf der Republik bin, auch von dort aus was berichten. Werde ich natürlich versuchen. Ich habe es letztes Jahr auch versucht, habe dann aber irgendwie zu wenig Material gehabt, habe ich festgestellt. Ich habe dann auch zu wenig
Videomaterial gehabt und man muss dann halt doch eher mit der Videokamera durch die Gegend laufen, wobei ich dann auch eher das kleine Equipment hier mitnehme, nicht die große, gut, die ist auch relativ klein, aber ja, mal sehen, was ich mitnehme, bin mir noch nicht ganz sicher und ich versuche euch da ein kleines Video auch zu schneiden, vielleicht kann ich auch ein paar Leute interviewen, das wäre vielleicht auch ganz nett, ich habe da ein bisschen Angst, Leute deswegen zu behelligen. Aber vielleicht ergibt sich ja doch was und es gibt da doch ein paar nette Leute, die mich ja im Gespräch irgendwie begleiten wollen oder mit mir reden wollen und über alles Mögliche hier reden wollen können, dürfen. Ja, also das soll es erstmal jetzt von mir gewesen sein. Ich wünsche euch also eine schöne neue Woche oder die restliche Woche sozusagen oder beziehungsweise schönen Morgen, Abend oder Abend, Nacht, wann ihr, egal wann ihr das seht oder hört hier. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Danke!